Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute sprechen wir über etwas sehr besonders Tolles, nämlich über das beste Trading-Jahr, was ich jemals hatte. Wie viel habe ich da Gewinn gemacht? Warum habe ich da so viel Gewinn gemacht? Und was kann man daraus lernen? Das und mehr jetzt im Video. In unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler gab es vor kurzem eine Anfrage. Viele Grüße an dieser Stelle. Und zwar, ich soll doch mal ein Video machen über mein bestes Jahr, weil ich habe mal irgendwann erwähnt, dass das Jahr 2008 mein bestes Trading-Jahr gewesen wäre. Und dieser Bitte komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Also man sieht, manchmal geht es auch ganz schnell. Und ich habe es schon auf Facebook geschrieben, ich muss es allerdings etwas korrigieren, denn nicht 2008 war mein bestes Jahr, sondern 2009 war mein bestes Trading-Jahr in Bezug auf den Handel mit Optionen. Ne? Also, warum sage ich das auch in Bezug auf Handel mit Optionen? Naja, weil 2009 war das erste Jahr, wo ich dann auch schon mal, oder war schon ein Jahr, wo ich dann auch mal ein bisschen größere Summen bewegt habe. Das heißt, wo ich also auch schon im damals ungefähr sechsstelligen Bereich gehandelt habe. Das ist noch wichtig, weil wenn ich gleich die Prozentzahl sagen, wird vielleicht der ein oder andere sagen, na ja, das ist ja keine Kunst, schaffe ich auch. Ja, mit einem 5.000 Euro Konto. Ja, wir reden ja wirklich über richtiges Geld. Und warum mit Optionen? Naja, ich bin ja damals auch am neuen Markt gewesen, also Ende der 90er Jahre. Naja, und damals war es ja, da ist ja alles so extrem gestiegen, manchmal ein Index 60-70% im Jahr, da war es jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, auch mal ein Konto in einem Jahr zu verdoppeln, aber das waren, wie gesagt, sehr, sehr kleine Konten, also mal 5.000 Euro in einem Jahr verdoppelt oder auch mal 10, das war jetzt nicht so das Drama, aber das würde ich noch nicht als wirkliche Performance einordnen. So, was habe ich damals 2009 gemacht? Ich habe mit meinen Hauptkonten damals im Schnitt in diesem Jahr 2009 etwa 80% Gewinn gemacht. So, 80% Gewinn, das ist natürlich erstmal eine ganze Menge. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, mit dem Wissen von heute und natürlich auch mit dem Wissen, was damals war, wie sich das entwickelt hat, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber sag mal einfach nur, die gleiche Gelegenheit heute nochmal, die gleichen Umstände, würde ich sicherlich mehrere 100% Gewinn nach so einem Jahr machen. Denn wir müssen uns mal überlegen, warum war denn das Jahr 2009 so gut für einen Optionsverkäufer? Warum war es damals so einfach? Schauen wir uns dazu einfach mal ein paar Märkte an. Das war, wir fangen mal an mit dem Jahr 2008 und dem S&P 500. Und ihr seht hier im Chart, dass die Finanzkrise, also das ging ja so 2007 in etwa, ging das los. Wir hatten im Jahr 2007 einen Hochpunkt an den Aktienmärkten und das der Höhepunkt eigentlich dieser Finanzkrise, das war ja dann die Pleite von Lehman Brothers im Herbst 2008. Aber zwischendurch ist ganz viel passiert. Also am Anfang, es gab zwei etwas kleinere Hedgefonds noch von Bear Stearns, die damals pleite gegangen sind. Und dann kam diese Welle immer mehr ins Laufen, immer mehr ins Laufen. Und ihr seht es hier im Chart, der S&P 500 ist damals über 50% gefallen. Also vom Hochpunkt bis zum Tief, was dann Anfang 2009 war, ist der S&P, ich glaube 57% oder so, in etwa gefallen. Und was war jetzt aber das Besondere an dieser Finanzkrise? Die Finanzkrise war letztendlich eine Liquiditätskrise. Denn die Banken haben sich alle untereinander nicht mehr getraut. Niemand wollte dem anderen mehr Geld leihen. Und Geld war knapp. Ne? Also ganz im Gegensatz heute, wo Geld ja in rauen Mengen da ist, war damals das Geld unheimlich knapp und deswegen wurde auch Liquidität aus allen möglichen Assets herausgezogen und das führte eben dann dazu, dass zum Beispiel auch die Rohstoffhosse, die seit Anfang 2000 lief, auch im Jahr 2008 dann erstmal brutal unterbrochen wurde. Schaut euch mal hier den nächsten Chart an, das ist jetzt hier Crude Oil, ne? Also Erdöl, und ihr seht auch Erdöl damals 76% gefallen. 76% runtergefallen, also wirklich gigantisch. Und für alle, die nicht dabei waren, die hätten ja vielleicht gedacht, na ja, das war so Flucht in den sicheren Hafen, ne? War es überhaupt nicht, denn wie ihr jetzt hier am Goldpreis sehen könnt,
Selbst Gold ist dann im Jahr 2008, als es dann wirklich vom Sommer beginnend an bis in den Herbst hinein zu dieser großen Krise kam, um ein Drittel gefallen, also um 33% gefallen. Ne? Und das konnte man damals eigentlich durch wirklich alle Märkte beobachten. Klar, Bonds sind natürlich gestiegen, aber alles andere ist gefallen. Also wir haben fallende Rohstoffe gesehen, wir haben fallende Aktienmärkte gesehen, wir haben fallende Metalle gesehen. Es ist wirklich alles brutal gefallen. Und das war im Grunde genommen aber der Grundstein dessen, warum ich dann im Jahr 2009 so viel Geld verdienen konnte. Nämlich, weil, was ist passiert? Die Volatilitäten sind natürlich angestiegen. Und wie die angestiegen sind, das können wir uns mal anschauen. Und vor allem auch, was haben die denn dann im Nachgang gemacht? Weil das ist ja das Entscheidende. Ne? Schauen wir uns das mal an. Wir bleiben mal wieder bei den Aktienmärkten und werfen als allererstes einen Blick auf den VIX, also den Volatilitätsindex. So, und da seht ihr, dass der VIX vom Höhepunkt der Krise bis ins Jahr Anfang 2009 und oder bis, kann man eigentlich sagen, bis zum Ende des Jahres 2009 ich glaube, über fast knapp 80%, 77% gefallen ist. Ne? Das heißt, die Volatilität ist um 77% in den Aktienmärkten nach unten gegangen. Und klar, vorher, die Märkte preschen brutal ein, die Volatilität explodiert und dann kommt sie eben zurück. Und jeder, der jetzt ein bisschen was versteht von Optionsverkauf, der weiß natürlich, zurückgehende Volatilität ist das A und O. So, wie war es bei den anderen Märkten? Gucken wir mal auf die Volatilität vom Öl. Nochmal kurz in Erinnerung gerufen, Öl auch damals 76% gefallen. Was passierte nach oder im Anschluss dann mit der Ölvolatilität? Und auch die ist um 55% danach gefallen. Ne? Also das heißt, die ist wieder zurückgekommen. Denkt immer an bei diesen Dingen an dieses eine Wort Mean Reversion. Das sind zwei Wörter, aber an diesen Begriff Mean Reversion, also Rückkehr zum Mittelwert. Volatilität kann nicht ewig oben bleiben, sondern sie muss zurückkommen. So, und jetzt gucken wir natürlich auch mal aufs Gold. Auch da haben wir gesehen, in der Krise um ein Drittel gefallen. Volatilität explodiert. Und was passierte dann danach? Und ihr seht das auch hier nochmal im Chart. Und auch die Goldvolatilität ist hier um ungefähr 60-65% in etwa zurückgegangen. Die Charts übrigens, Ölvolatilität und Goldvolatilität, stammen alle aus Option View, ne? Aus dieser Software, die wir hier im Büro nutzen, also aus Option View. So. Und das war wirklich bei allen Märkten so. Wir können uns jetzt die Volatilität auf Weizen anschauen, auf Lean Hogs, auf Silber, auf alles. Überall ist diese Volatilität so enorm gefallen. Selbst in den Bonds, die ja super liefen, ist die Volatilität gefallen. Na klar, weil die Nachfrage nach Absicherung zurückgegangen ist. Ne? Ich habe damals 2009 ausschließlich Future-Optionen gehandelt. Ne? Also ich habe ganz, ganz wenige Aktienoptionen gehandelt. Das kann ich an einer Hand abzählen. Wenn ich meine alten Trading-Journale durchschaue, dann sehe ich da in der Mehrheit nur Future-Optionen. Und was habe ich damals gemacht? Das war eigentlich recht simpel. Ich habe mir einfach die Trends angeschaut und habe dann mit den Trends einfach Optionen verkauft. Das heißt, als der Markt noch fiel, als zum Beispiel noch die Aktienmärkte bis in den März 2009 noch gefallen sind, habe ich weiterhin Calls verkauft in weiten, weiten Abständen, weil die Vola einfach so dramatisch hoch war. Und als es dann drehte, habe ich meine Positionen einfach gedreht und habe angefangen, zum Beispiel auf den S&P Puts zu verkaufen. Im Crude Oil genau das Gleiche. Hier habe ich sehr, sehr lange noch, obwohl dann der Ölpreis ja wieder nach oben ging, habe ich sehr, sehr lange noch Call-Optionen geschrieben. Ich kann mich erinnern, als der Ölpreis von 150 auf 100 runtergefallen ist, habe ich 200er Calls noch geschrieben mit einer Restlaufzeit von 2 Monaten. Das heißt, die Idee war, in 2 Monaten wird sich der Ölpreis nicht verdoppeln, ne? Was jetzt auch nicht so die ganz große Heldenvoraussage ist. Und warum hat das damals alles so super funktioniert? Nicht etwa, weil ich die Märkte so gut analysieren konnte oder weil ich eine bessere Trefferquote hatte, sondern die zusammenfallende Volatilität hat einfach dafür gesorgt, du konntest quasi alles machen und alles ist gut ausgegangen. Also es gab in dieser Zeit ganz, ganz wenige Situationen, wo du mal schief lagst. Selbst wenn der Preis sehr stark gegen dich gelaufen ist, hat die zurückgehende Volatilität das mehr als ausgeglichen. Du hast dann schnell Positionen gedreht oder Strangles daraus gemacht. Das war also sehr, sehr, sehr einfach, ne, möchte ich es nennen. Deswegen war mein bestes Jahr im Nachgang auch so gesehen mein
einfachstes Jahr, weil man eben wirklich so gut wie nichts machen musste. Du hast einfach geguckt, wie ist der Trend, ganz normales Modell, Wochenchart, irgendwie da auf dem Tageschart, BBDM, alles das, was wir so nutzen. Und dann einfach geguckt, okay, wo zeigt der Trend hin, wenn es eben nach oben ging, Puts verkauft, wenn es nach unten ging, Calls verkauft, und einfach dann die zurückgehende Volatilität und der Zeitwertverlust haben dann für den Rest gesorgt. Und das war das ganze Geheimnis aus dieser Zeit. Da habe ich ja vorhin gesagt, okay, mit meinem Wissen von heute würde ich wahrscheinlich ein paar hundert Prozent Gewinn in dem Jahr machen. Was würde ich jetzt anders machen? Und ich würde Folgendes anders machen. Und jetzt machen wir hier einen Cut. Ne? Wir machen es jetzt spannend wie im Fernsehen, denn da mache ich euch ein extra Video darüber. Weil wenn ich das jetzt hier noch so ganz kurz zusammenpresse, das möchte ich nicht machen. Ich will auch das Video jetzt nicht ewig groß machen. Deswegen gibt es da nächste Woche noch ein Update. Da zeige ich euch mal, was ich jetzt in so einer vergleichbaren Situation noch einmal oder was ich anders machen würde oder zusätzlich zu dem machen würde. Weil jetzt würde ich natürlich ganz klar auch zum Beispiel mit Aktienoptionen arbeiten, würde da ganz spezielle Dinge machen. Ich muss gleich allerdings ein paar von euch vielleicht enttäuschen, jetzt, die jetzt hoffen, dass sie die Blaupause bekommen für das, was sie in ein oder zwei Jahren machen können. Denn wir müssen fest davon ausgehen, oder ich gehe zumindest fest davon aus, dass so etwas, wie wir hier erlebt haben, 2007 bis 2009, sich nicht so schnell in dieser Dramatik wiederholen wird. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Ja? Also das heißt, damals war wirklich das Finanzsystem auf der Klippe. Es hat gehalten, es ist nicht passiert. Wir werden immer wieder große Verwerfungen an den Börsen sehen, das ist ganz normal. Aber so etwas Dramatisches, dass eben die Märkte 50, 60, 70 Prozent einbrechen, ne, das erleben wir halt wirklich nicht so häufig. Und man muss einfach realistisch bleiben und sagen, Alan Greenspan, der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, damals ja übrigens schon nicht mehr, da war damals das, glaube ich, schon Ben Bernanke, der hat mal gesagt, das ist ein Once-in-a-Generation-Problem, also eins, was einmal in einer Generation eintritt. Also das heißt, wenn wir Glück haben, erleben wir sowas die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Irgendwann wird es schon mal wieder passieren, ne? Und dann könnt ihr dieses ganz, ganz alte YouTube-Video dann herausholen, was dann 25 Jahre alt ist. Aber mal sehen. Nein, aber prinzipiell ist ja so, was machen wir, wenn es kracht, wenn es runtergeht? Dazu mache ich euch ein extra Video. Das gibt es dann nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich erstmal eine ruhige und entspannte Börsenwoche. Mal gucken, was passiert. So ein bisschen die Volas gehen ja so ein wenig nach oben. Das heißt, wir können schauen, ob wir da irgendwo ansetzen können. Und aber keine Angst, das rennt uns jetzt nicht alles in der Woche weg. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.